Gibt genau. Jedenfalls Headsets für den Xbox-Controller. Schon mit, oder was? Mhm. Hast du bereit gedrückt, oder? Erster Platz ist Lumi. Ja. Wenn die Schleute gucken, oh Gott! Da war erstmal ein Bus im Weg. Ahnung, wie man dieses Spiel spielt. Einfach überleben. Das ist ein realistischer Server, sprich, du kriegst viel Schaden, wenn du irgend. Oh Gott, hier sind ja Sprungschanzen drin. Mal gut zu wissen. Aber trotzdem, uns ist alles erlaubt. Es gibt keine Regeln auf dem Server. Hallo Felix. Was wird denn das hier, du Affe? Gibst mich hier, ja? Lass mal die Schleudergurke. Oh, da wär ich so. Ich bin sehr gut. Ich merk schon. Ich merk schon. Da hast du mich schön rausgeschoben. Achso, und es gibt Bots auf dem Server. Die mit dem grünen Stern sind Bots. Die mit dem Stern überhaupt sind Bots. Oder so. Hui! Bist du wieder gerade ins Wrack gefahren, ja? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann ich hier Sachen durchfahren? Durchfahren? Ich bin gerade durch irgendein Betonding gefahren. Diese roten Betonteile kannst du kaputt fahren. Ja, kannst du. Ja, verlierst du aber. Also früher konntest du es nicht. Oh, what? Das ist ja ein Arsch. Früher konntest du Betondinger nicht. Konstitution. Ja, aber nicht viel. Also ich zumindest nicht viel. Ich habe nur noch 86, bin schon durch drei durchgefahren. Am besten war der Bus hier, ja, ne? Der hat sich irgendwie quer hingestellt. Hey, wäre ich von hinten geschoben. Klar, wenn er von hinten. Bleibt eine Seite des Autos am Boden, das klingt irgendwie nicht sonderlich gesund. So ist wie das. Du das gerade? Das kann durchaus so scharf, die da so scharf ausgewichen ist. Wer bumst mich da von hinten an? Ey, das darf nur ich, Leute. Bumst ich nicht die Lumian. Ich hab noch volle Konstitution, ne? Ich hab fast keinen Schaden gekriegt. Ich hab 52. So sieht das Auto auch aus. Bam, ich hab den Bus nochmal am Ziel getreten. Ich hab jetzt 58, ich hab gerade in zwei Leute reingecrashed, weil ich Bock hatte. Ich komm jetzt erst in die vierte Runde. Läuft bei dir. Mhm. Kommt immer zurück. Ich bin schon in der vierten Runde. Bin 10. glaube ich. Ich hab mir jetzt durch mit 9. Ha, noch einen Platz gut gemacht. Ja, beendet. 9. Mensch, Ben. Läuft bei dir. Ja, ich hab halt hier nicht. Ich fahr mit einem B-Auto, ja. Gab's doch mal ein Spiel, da konntest du das Ohr erzwingen. Bei GTA konntest du Cockpit-Sicht erzwingen zum Beispiel. Oder Ego-Sicht erzwingen. Als Ersteller. Einfach zwischen die Busse drängen und den Grün erstmal rausschieben. Und den Axelus kriegst du gar nicht. Kriegst du gar nicht weggeschoben. Ne, weil der irgendwie so schwer ist. Ja, der ist sau schwer. Den kriegst du seitlich nicht geschoben, den Schwarz war doch da, hat er einen jemand geschoben gekriegt. Zu zweit kriegst du ihn schön geschoben. Oh Gott, hier geht's ja weiter nach rechts. Hilfe! Was Bus? Oh, macht denn der Puls? Der ist Schrott. Die Schleudergurke in der Luft erwischt. Oh, hier fliegt noch jemand. Da fliegt richtig jemand. Oh, Felix! Bam, einfach mal die mobile Bande nutzen. Bam, dieser Bus ist doch des Todes. Da gibt es jede Menge Busse, es gibt halt keine Regeln, deswegen kannst du auch mit Bussen einfach Leute wegrammen, wenn du Spaß dran hast. Wenn du fahren kannst, ne? Also der da kann der Uni wirklich fahren jetzt. Hui! Au! Da kam halt ein Bus in der Kurve. Da kam halt ein Bus gerade an und hat mir voll die Seite gerammt, hat mir ein neues. Oh Gott, Bus! Ich bin einfach aus der Kurve geflogen. Ich bin nicht mal den Bus für gebraucht. Schön, dass man diese Gold-Spammer auf Tier 7 one-shotten kann. Ja, die ISO ist da. Ah, du hast die ISO 152k gezogen, was? Oder? Aber trotzdem sind es Lightsticking. Ja, das ist halt die aktuelle Meta in World of Tanks, Xan. Oh, der Van überschlägt sich, bevor wir dich wegschieben konnten, Felix, ne? Hm? Der Van, den wir nicht wegschieben konnten, der hat sich komplett gedreht. Ja, ich hab gerade den Bus, der hat mir gerade eine neue. Dieser scheiß Busch! ABC-Säule verpasst hat, den hatte ich gerade in die Jagdrunde geschickt. Laufbus. So fast ist das. Uiuiuiuiuiui, der fiese Fettsack hat mich rausgedrängt. Die normalen Busse brauchst du ja bloß immer links kurz anstupsen und dann von der anderen Seite und dann kannst du die schön rausdrehen. Was, der fiese Fettsack? Der fiese Fettsack hat mich. Oh Gott, was will, stehst du denn hier quer, Junge? Der hat gerade irgendwie 60 HP verloren. Ich hab gerade deinen fiesen Fettsack in der Luft rausgedreht. Dankeschön. Wird hier nach hinten durchgereicht, ey.
Ich bin auf Platz 6 aktuell, es geht noch. Ich bin die ganze Zeit auf Platz 3, 4 gefahren und jetzt bin ich auf Platz 17. Und bist du, hab ich dich überholt. Dann hab ich dich nicht überholt. Du hast mich überholt, als ich aus Versehen die Kurve nicht gekriegt habe und voll in die Seite gefahren bin. Das sind 60 Leute an mir vorbei. Hi Destiny, frohes Altes. Hab einen Borask und eine Isu sowie 5 von diesen Low-Tier-Scheißdingern gezogen. Ein Borask und eine Isu, du Lacker, ey. Wie viel hast du aufgemacht? Ja, es gab Kisten zum Aufmachen, irgendwie 1,50 Euro pro Kiste ungefähr im Durchschnitt bei World of Tanks. Jetzt im Weihnachts-Event 75. Ah, das ist trotzdem ganz gut. Oh Gott, abgesahnt! Destiny wünscht uns allen einen guten Rutsch. Danke. Mir dir auch. Da wurde ich gerade von meinem Platz 4 oder was das war runtergeholt. Ach, man kann hier wohl andere. Ich hab's zwar gesehen, aber man kann hier wohl andere Strecken fahren. Nee, die kreuzen sich einfach, glaube ich. Ja, okay. Die kreuzten sich. Bin und ja manchmal sehr verwirrt, wo ich überhaupt hin will. Immer geradeaus. Hätte gern einen Bisonte gehabt. Der Bisonte ist arschstark. Der Bisonte ist arschstark. Der gerade im Nahkampf. Wenn dann einer um die Ecke wartet, du schießt, der kommt in die Ecke, der tötet dich einfach. Schleuderkoker war erst Lumi beim Start. Da ist Lumi. Lumi, du musst mein Auto umlackieren. Lumi, warum? Ist dann schneller? Nein, aber du siehst hübscher aus. Ist doch so ein Frauending. Du weißt. Das ist modisch. Das ist amerikanisch. Du hast nämlich auch eine blaue Motorhaube. Ich hab gar keine Motorhaube mehr in dem Spiel, glaube ich. Jetzt nicht mehr, aber beim Start. Falls du mal auf der Strecke sind sowieso sehr schnell sehr viele DNF. Toll, ich hab den Bus direkt vor mir, der wird wahrscheinlich erstmal rückwärts fahren. Nee, oh doch. Manche fahren rückwärts. Wenn überhaupt, dann bleiben die meisten stehen. Nee, Anna ist gerade rückwärts gefahren. Der blaue von rechts ist rückwärts gefahren. Erstmal. Ich geh jetzt gleich mal auf den Makitos. Ich mach mir gleich mal ein paar Freunde. Ich fahr hier erstmal ganz gechillt lang. Oh, ich hab den gerade durch die. Oh, D-Syncs. Aber richtig schön. Bei mir sind keine. Also gut, ich ramm gerade niemanden, da ist es vielleicht nicht so spürbar, ob hier ein D-Sync existiert oder nicht. Ich hab gerade den Macintosh, hat es mir angezeigt, dass ich den durch die Wand durchgedrückt habe. Oh Gott! Au, Bus! Och, jetzt steht er halt auch noch hinter mir, dass ich nicht wegfahren kann. Ach, Affenbus. Ja, der ist ja als erstes rückwärts gefahren und dann steht er noch hinter mir, dass ich nicht weg ausweichen kann, nicht drehen kann, weil ich mit der Front an der Wand stand. Guten Tag. Fahrzeugschein und Papiere bitte. Wir Leute stehen bleiben überall. Ich mach das auch manchmal ganz gerne, wenn ich. Nee, die sind gerade am Aufsetzen. Ich sehe immer, wie sie blinken. Oh Gott! Ich hab noch 28 nach 2 Treffern, einmal mit Bus und einmal hat mich gerade einer rausgehauen. Ich hab mich gerade mit dem Van hier angelegt. Warum lehnen sie eigentlich alle bei mir an? Verpisst euch! Na, fahr nicht so weit außen. Ein guter Hinweis, hab ich gemacht, ist direkt einer hinter mir vorbeigefahren. Ich bin rausdemoliert worden. Rausdemoliert? Ich glaube, der Van-Fahrer, der hasst mich gerade ein bisschen. Bah. Der Van-Fahrer? Nein, der Van. Oh, Alter, dann holt ihr doch einen Van. Dann kannst du dich einen Van-Fahrer umbenennen. Oh no! Uff! Ich habe gerade so einen Schieberbus von der Seite erwischt und der hat mich natürlich mit weggerissen. Mir hat gerade einer voll die B-Säule neu gezogen. Ich habe jetzt 7 alles HP. 7 alles? 7 alles habe ich noch und das wird echt schwierig damit, glaube ich, ans Ziel zu kommen. Ich habe kritischen Schaden, was soll ich denn sagen? Ja, ich habe auch kritischen Schaden mit 7. Ich bin demoliert, jetzt hört mal auf den zu weinen. Hä? Wir sind Männer, wir dürfen so viel weinen, wie wir wollen! Jetzt habe ich 6. Warte, hier liegt Lumi. Ich hab Lumi gefunden. Ich glaube, der Van-Fahrer ist gerade ein bisschen mad auf mich. Ich hab Lumi nochmal angebumst. Ihren toten Körper, ihren kalten Körper, der da rumlag. Hier rum, ey. Ich
meine jetzt gerade Lumi, weil das Auto lag gerade wirklich im Bild. Oh Gott, hab ich wieder einen erwischt. Oh no! Ich hab nur zwei! Du kannst ja nichts dafür, Lumi. Du kannst es dann nicht mehr schlafen. Ich bin ausgestiegen und um mein Leben gerannt. Ich hab's jetzt nicht von der Strecke ziehen können. Felix simuliert mich, du Arsch. Ich bin dir immer ausgewichen. Ach, Mann. Also ich weich Felix aus, wenn ich sehe, dass er wenig HP hat. Felix so, voll rein da. Voll rein? Ich hab dich ganz leicht. Ich hab 2 HP, das hast du auch gesehen und gewusst. Hättest du einfach mal ein bisschen bremsen können, damit du die Kurve auch besser nimmst. Mann. Welche Nummern seid ihr denn? Ich bin tot. Du siehst, wenn du drauf gehst, die Namen. Felix ist Nummer 20. Hast immer gut bei mir. Okay, ab sofort ramme ich dich halt auch weg, wenn du mir im Weg bist. Easy. Fahr mal halt jetzt so. Achter. Ey, du ja, bist voll. Wenn du hier bist einen ansagst, tue ich den auch mit rausdrehen. Immer, genau, einmal, wo ich gesagt habe, ich krieg ihn nie gedreht, da hast du mir geholfen. Da habe ich auch Danke gesagt, ganz lieb, ja? Nee, den anderen hier, fieser Fettsack. Ach so, der hat mich halt nur gedreht. War aber nicht schlimm, ja, aber trotzdem wenn danke. Vergisst, wenn man ihm hilft, ganz schnell. Der hat mir nicht geholfen, der fiese Fettsack war irgendwo hinter mir und hat mich halt bloß beim Springen behindert. Ich hab wahrscheinlich den Arsch aufgerissen, um dir was Gutes zu tun und du so. Ja, aber der hat in der falschen Situation sich einen Arsch dann aufgerissen. Ich habe über diese gesamte Dienstzeit quasi 500 Euro. Er hat im letzten Monat 100 Euro in World of Tanks gesetzt. Und jetzt wird er einen Monat, hier ein Jahr erstmal wieder Kinkgeld reinstecken und dann hat sich das. Wieder so ein 0-4-Gefecht von unseren Positionen. Das kann man keine Gedanken drüber machen, das ist einfach so. Weg mit dir! Erstmal die Leute rausdrehen. Tipps für Leute, die World of Tanks spielen. Ich habe meine Erfahrung mit Rage und Aufregen. Ja, ich kann perfekt Tipps geben dabei. Voll mit Bussen. Ja. An den Bussen musst du erstmal vorbei, das ist korrekt. Oder du wirst halt von einem Bus getreten und regiert sich das Ganze. Ich hab gesagt, da kam Felix uns entgegen und sagen. Oh wow. Ja, weil ich no. getreten worden bin. Und das Geile ist ja, du musst ja die. Ach, diese scheiß Busse. Ey. Oh Gott, ich bin so gut wie tot, ich stehe hier nämlich auf der Geraden. Ja. Rücksetzen unterbrochen. Felix, boah, du bist wieder fast in mich reingefahren. Dafür kann ich nichts. Links war der scheiß Bus. Ich hab dich schon 2 Sekunden lang mich zufahren sehen. Ich konnte noch gerade so die Zurücksetzen durchdrücken. Gott, ich weiß, wovon ich heute Nacht Albträume kriege. Ich hab nicht über den Hügel sehen können. Klar, man sieht doch die Leute über die Hügel. Hier ist in die Kamera eingestellt. Die siehst du erst kurz vor knapp. Och, du Drecksbus. Ja, die Busse sind halt echt krass. Nee, ich bin gesprungen und der lenkt natürlich voll in meinen Sprung rein. Ach man, und vor allen Dingen, wir wetten, der ist dafür auch rausgeflogen. Natürlich ist er dafür raus. Ach. Ich weiß nicht, was ein Low Roll ist. Oh, hier geht's um Punkte, Lumi, gar nicht um Erste sein. Du kriegst Punkte für Rundenfahren, für Überleben und für Leute drehen und sowas. Oder heftig treffen. Also nimm einfach den Booster. Au! Oh, minus 44, jawohl, minus 47, erste Kurve. Schmeckt. Und du sollst dein eigenes Team nicht wegficken. So ein Team? Es gibt ein Team, es gibt oben 3 Teams. Du hast. Ich bin bei Grün zum Beispiel, Felix ist bei Rot. Was bin ich denn? Da wo der. Oben hast du eine besten Liste. Genau. Das ist da wo der Haken oben drin ist. Mein Team bumst sich aber gegenseitig an. Ja, das verstehen leider viele Leute, glaube ich, nicht, dass es ein Team-Game ist. Ach, Felix ist in meinem Team. Ja, ich bin leider grün. Go Lumi, go Lumi. Vorne ist ein Ben. Ich bin ganz vielen Roten. Erstmal hier einen schweren Treffer verteilen. Der ist auch noch. Der ist gerade einen blauen in den anderen blauen reingefahren. Ja, gedacht. Mhm. Erstmal den Bus ein bisschen drehen hier. Ich nehme den Bus mal mit. Und kaputt. Ich habe halt 50 HP in der ersten Kurve verloren, das war ein bisschen bitter. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt noch gut im Saft. Bist du schon fast kaputt? Ja, ich habe noch 11 HP, sag ich ja. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich noch gut im Saft. Statt dass diese scheiß Fickbusse... Ich will die Schleudergurke haben da vorne. Der ist auch so gut tot. Statt dass die scheiß Fickbusse den anderen Bus rausnehmen, die Battlebusse, ne? Nein. Fahren wir dran vorbei. Nee, der Bailey, mit dem will ich... Oh. Oh nee, das ist mein eigener. Aber du kannst auch die eigenen machen, das gibt auch Punkte. kann das sein, dass die Roten gar nicht so stark besetzt sind? Keine Ahnung, die haben auf jeden Fall deutlich weniger Punkte. Oh, Grün, das sind überall Grüne jetzt. Da ist ein Roter, den gebe ich noch einen mit.
Schön schweren Treffer. Oh, der vor mir hat gerade gewonnen. Ich habe nur 7 HP. Das ist die letzte Runde. Nee! Warum fährt denn jetzt einer rückwärts? In der letzten Kurve, in der letzten Runde dreht der um. Ach Mann. Kriegst du da wenigstens deine Überlebensrunden abgezogen, wenn du wieder rückwärts fährst? Nee, kriegst du nicht. Also du kriegst ja keine Punkte mehr dazu. Jetzt legen sie aber zu hier. Der Macintosh ist der blöde Hund, der mich da rausgekickt hat. 10 Punkte hast du, Lumi. Geholt und ich habe nur 8 geholt. Lumi hat 2 Punkte mehr geholt als ich. Also Rot hat sich echt daneben benommen, weil wir haben 88 Punkte, ey. Danke für nix. Da hättest du gar nicht einen Lösbaum brauchen. Ja, einer in Blau hat halt 38 Punkte geholt. Das ist schon sick. Der erste hat auch nur 12 geholt. Jetzt labern man hier in der Truhe.